herzlich willkommen zurück zu meiner Präsentation und zu meinem Wissen kompakt zum Thema Burnout-Syndrom am Ende meiner Kraft. Ja, das heute hier ist Folge 1. In der Folge 1 möchte ich Ihnen gerne allgemeine Informationen zum Thema Burnout-Syndrom zur Verfügung stellen. Ja, es baut sich dann sukzessiv auf. Sie werden unterschiedliche Folgen zum Thema erhalten, so dass Sie dann am Ende letztendlich vollumfänglich informiert sind. Ja, heute Definition Burnout, dann Burnout in der WHO im ICD-10, wie es dort klassifiziert ist. Und dann werde ich Ihnen noch einen geschichtlichen Background zur Verfügung stellen, ja, wie sich die Situation und Burnout in unserer Gesellschaft überhaupt entwickelt hat. Ich beginne zunächst einmal mit der Definition. Ja, Burnout kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie ausbrennen und ist ein Zustand ausgesprochener emotionaler Erschöpfung mit reduzierter Leistungsfähigkeit, das als Endzustand einer Entwicklungslinie bezeichnet werden kann. Also Burnout beginnt zunächst einmal mit idealistischer Begeisterung, mit Enthusiasmus, man hat Freude an dem, was man da tut, geht dann über in die Frustration, Desillusionierung und Apathie. Ja, über die einzelnen Phasen einer Burnout-Lebensentwicklungslinie werde ich im zweiten Video näher drauf eingehen. Ja, diese Entwicklungslinie kann am Ende tatsächlich dann auch zu einer Erkrankung führen, denn Burnout ist nach dem ICD-10 keine Erkrankung. Burnout führt am Ende dieser Entwicklungslinie zu einer Erkrankung und die häufigsten Erkrankungen am Ende dieser Entwicklungslinie können sein Depression, psychosomatische Störung, also Somatisierungsstörung, Angst-, Panikstörung und manchmal auch durch die stressdämpfende Wirkung eine Abhängigkeitsstörung. Ja, und Sie denken sich natürlich vielleicht, warum in Ihrem Umfeld, wenn Sie sich mal Gedanken machen, so viele Menschen sagen, die Arbeit hat mich krank gemacht und ich habe ein Burnout-Syndrom. Ja, Burnout heutzutage ist in aller Munde und ist auch gesellschaftsfähig geworden. Die Stigmatisierung in Bezug auf Burnout ist nicht so stark gegeben. Man braucht sich nicht unbedingt schämen, wenn man eben halt behauptet und sagt, die Arbeit hat einen krank gemacht. Und somit ist Burnout gesellschaftsfähig geworden und man wird weniger stigmatisiert, wenn man sich hiermit auch outet und auch sagt, mir ist es passiert, die Arbeit hat mich überfordert, die Arbeit hat mich krank gemacht, ich habe ein Burnout-Syndrom und bin schon seit längerer Zeit erkrankt. Das ist nicht ganz korrekt, denn aufgrund von einem Burnout kann man letztendlich nach dem ICD nicht krankgeschrieben werden, weil Burnout ist keine Erkrankung. Ja, Burnout ist ein Risikofaktor, der den Gesundheitszustand beeinflusst und dazu führt, dass definitiv durch die Lebensentwicklungslinie das Gesundheitswesen in Anspruch genommen werden muss, weil sich im Verlauf dieser Burnout-Lebensentwicklungslinie einiges herausentwickeln kann, und wie ich in der Definition vorangeführt habe, auch Burnout tatsächlich in eine Erkrankung führen kann. Im ICD-10, International Classification of Disease, Auflage 10, in der Reihe F, gibt es Burnout in dem psychiatrischen Bereich nicht als Diagnose, sondern wird unter Z73.0 klassifiziert und bedeutet, dass Burnout ein Risikofaktor ist, der definitiv ins Gesundheitswesen im Verlauf führt. Ja, aber warum sind denn die Menschen doch krankgeschrieben und das auch über einen längeren Zeitraum? Weil sie oftmals am Ende ihrer Entwicklungslinie nämlich eine psychische Erkrankung aufzeigen, wie zum Beispiel Depression, psychosomatische Erkrankung, Angst-, Panikstörung oder aber auch eine Abhängigkeitsstörung. Ja, man hat sich hierzu Gedanken gemacht, denn die 11. Auflage des ICDs ist in Arbeit und soll am
in 2022 erscheinen. Hier wird heiß diskutiert, ob man nun Burnout als eigenständige Erkrankung mit aufnimmt. Aber im Bereich der Psychiatrie ist man auch immer wieder am Diskutieren, dass ja die Symptome eng mit dem beruflichen Alltag auch verknüpft sind und das nicht als, eigenständige Erkrankung zu beschreiben ist. Was am Ende letztendlich bleibt, sind oftmals Depressionen. Ja, und Depressionen sind ja schon beschrieben. Warum sollte man denn ein Burnout-Syndrom als Diagnose im ICD-10 oder in der 11, in der Reihe F denn letztendlich auch klassifizieren? Ja, der ICD-10 schützt Patienten, ist aber auch dafür da, dass man letztendlich auch Erkrankungen klassifizieren kann. Denn der ICD-10 durch die WHO gibt vor, was ist gesund und was ist eigentlich krank. Und hier müssen gewisse Symptome, Kardinalsymptome erfüllt werden immer, um dem Kind einen Namen geben zu können. Also um die Erkrankung benennen zu können, muss nach dem ICD-10 müssen gewisse Kriterien, Symptome, Kardinalsymptome erfüllt sein. Sind diese nicht erfüllt, darf der Klient diese Diagnose nicht bekommen. Somit hat das eine Schutzfunktion und sorgt auch dafür, dass Menschen nicht stigmatisiert werden. Dennoch entsteht aber bei den Patienten oftmals Leidensdruck, enormer Leidensdruck. Und das kann auch mal dazu führen, dass wenn nach dem ICD-10 nicht alle Kriterien erfüllt sind, oftmals der Patient eine Diagnose nicht bekommt. Somit ist er auch kein Patient, dann noch Klient. Und dann kann das passieren, dass die kassenärztliche Vereinigung und die Krankenkassen diese Kosten der Therapie nicht übernehmen. Also es gibt viele, viele Vorteile, nach dem ICDC zu klassifizieren, einzugruppieren, aber selbstverständlich gibt es auch viele Nachteile. Geschichtlich gesehen wurde der Begriff 1974 von dem Psychoanalytiker Herbert Freudenberger erstmals verwendet und Herbert Freudenberger hat sich besonders helfende Berufe wie Ärzte, Pflegekräfte, Rettungsdienstleister, Lehrer, Sozialarbeiter sich angeschaut, weil die besonders aufgefallen sind durch häufige Krankschreibung und oftmals aufgefallen sind durch Frühverrentung. Und nun hat sich Herbert Freudenberger gesagt, das ist ja ein Phänomen, was gerade besonders in helfende Berufe vorkommt und hat sich näher damit beschäftigt und den Begriff Burnout-Syndrom letztendlich geprägt. Was hat Herbert Freudenberger hier herausgefunden? Ja, die Ursachen. Die häufigsten Ursachen waren hohe Arbeitsbelastung gepaart mit einem besonders hohen persönlichen Engagement. Das heißt, die Menschen waren besonders enthusiastisch, sind mit hohem Idealismus an ihre Tätigkeit herangegangen und die Arbeitsbelastungen waren sehr hoch. Dadurch sind sie aufgefallen, indem sie häufig krankgeschrieben wurden oder ihre berufliche Tätigkeit bis zum Renteneintrittsalter nicht umgesetzt haben. Somit geht Folge 1 auch zu Ende. Und ich hoffe, Ihnen haben meine Inhalte soweit gefallen und Sie konnten sich einen allgemeinen Überblick verschaffen zum Thema Burnout am Ende meiner Kraft. Und Sie freuen sich schon auf Folge 2. Bis dahin alles Gute.